A1. Die nebenstehende Skizze dient als Vorlage für eine Pflanzschale. Sie zeigt den Axialschnitt ABCDEF eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse KL. Es gilt, BC sind 1,4, CD 4,0 und GH 0,6 Dezimeter und der Winkel EBA beträgt 35 Grad. Begründen Sie rechnerisch, ob der Inhalt eines 20-Liter-Sackes Erde vollständig in die Pflanzschale gefüllt werden kann. So, hier haben wir unsere Axialschnitt des Rotationskörpers, muss ich jetzt vorstellen, der dreht sich jetzt um die Rotationsachse KL. Wenn jetzt also mal ein bisschen anders aufzeichnet. Dann ergibt sich so eine Art Blumenkübel daraus. So, und hier heißt es jetzt weiter, man soll rechnerisch begründen, dass ein 20 Liter Sack Erde vollständig in dieses Gefäß reinpasst. Und dafür muss man natürlich das Volumen dieses Gefäßes berechnen. Wir fangen also an, Gesamtvolumen, und schauen jetzt mal nach, aus welchen Teilkörpern besteht dieses Gefäß. Da gehen wir jetzt von oben nach unten durch. Hier sehen wir ein Rechteck, und wenn dieses Rechteck, rotiert, dann erhalten wir daraus einen Zylinder. So, dann haben wir unten das Trapez EFAB. Und wenn man dieses Trapez rotieren lässt, gibt es so einen Kegelstumpf. Dafür gibt es allerdings keine richtige Formel. Macht nichts, wir können das ganz anders sehr leicht berechnen. Nämlich, im Prinzip ist schon eingezeichnet, wir nehmen das Dreieck ELB und ziehen davon das Dreieck FLA ab. Ja, also wenn dieses Dreieck hier anfängt zu rotieren, dann ergibt es einen Kegel. Und dann rechnen wir einfach Volumen des großen Kegels minus Volumen des kleinen Kegels. Und erhalten dadurch diesen Kegelstumpf. So, berechnen wir die Teilvolumina. Erst der Zylinder. Schauen wir in der Formelsammlung nach, welche Volumenformel hat ein Zylinder. Dann stoßen wir auf Grundfläche mal die Höhe. Und als Grundfläche nehmen wir die Strecke EB. Wenn die sich anfängt zu drehen, ergibt es einen Kreis. Also brauchen wir die Kreisfläche. Die berechnet sich aus Pi mal dem Radius zum Quadrat. Und als Radius nehmen wir die Strecke BH. So, malen die Höhe noch. Ist nichts anderes als die Strecke BC, weil die steht senkrecht auf der Strecke BH. So, jetzt brauchen wir noch die Länge von BH. Wenn man sich das nochmal anschaut, BH ist ja gleich groß wie CK. Und da die Rotationsachse im Axialschnitt auch gleichzeitig Symmetrieachse ist, heißt es, dass die Strecke CK genauso lang ist wie DK, also 1/2 mal CD. Und CD kennen wir mit 4 Dezimetern, also ist die Strecke BH 2 Zentimeter, Dezimeter lang. Und wir können alle Größen einsetzen. Hier habe ich das Quadrat vergessen. Pi mal 2 zum Quadrat mal BC haben wir hier gegeben mit 1,4 Dezimetern. So, das lassen wir jetzt den Taschenrechner berechnen und kommen dann auf eine ungefähre Größe von 17,59 Kubikdezimetern. Gehen wir in die nächste Größe. Volumen des großen Kegels. Schauen wir in die Formelsammlung nach der Volumenformel. Und dann finden wir dort 1/3 mal Grundfläche mal die Höhe. So, als Grundfläche dient im Prinzip wieder die Strecke BE, die rotiert. Also genau die gleiche Grundfläche wie beim Zylinder. Kann ich es gleich abschreiben. Pi mal den Radius zum Quadrat. So, aber die Höhe ist jetzt anders. Nämlich wir brauchen von der, wenn wir im Dreieck nachschauen, von der Grundseite bis zur Spitze. Das ist die Höhe. Also in dem Fall jetzt die Strecke LH. So, BH kennen wir wieder mit 2 Dezimetern. Allerdings LH ist nicht bekannt. Und hier haben wir auch stehen Teilergebnis LH sind 1,4 Dezimetern. Also das muss noch berechnet werden. So, da geben wir folgt vor. Wir schauen uns in der Skizze an, in welchem Dreieck liegt denn die Strecke LH drin? Können wir da irgendwas berechnen?
Dann fällt uns auf, die Strecke LH liegt im Dreieck LBH. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Damit funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. So, schauen wir nach, was ist alles gegeben. Wenn hier der rechte Winkel ist, dann ist die LB die Hypotenuse, aber die kennen wir nicht. LH ist gesucht, BH ist uns bekannt, haben wir hier schon ausgerechnet mit 2 Dezimetern. Und zusätzlich kennen wir noch diesen Winkel hier. Der ist hier angegeben, EBA ist 35 Grad groß. Also, wenn das hier der Winkel ist, haben wir hier die Ankathete und hier die Gegenkathete. Und überlegen kurz, welcher unserer drei trigonometrischen Sätze funktioniert. Und das ist dann der Tangens. Also Tangens des Winkels EBA ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist die Strecke LH. Und die Ankathete ist hier in dem Fall die Strecke BH. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Dann erhalten wir Tangens von 35 Grad ist gleich unsere gesuchte Strecke LH geteilt durch 2. Lösen wir nach LH auf. Also wir können die Gleichung mit 2 multiplizieren. Und dann folgt daraus, LH ist gleich 2 mal Tangens von 35. Und das kann wieder unser Taschenrechner berechnen und dann kommt ein Wert von 1,4 Dezimetern raus. So wie im Teilergebnis auch angegeben. So, damit kennen wir wieder alle Größen des großen Kegels und setzen alles in die Volumenformel wieder ein. Ein Drittel mal Pi mal BH waren die 2 Dezimetern, also 2 zum Quadrat, mal und die Höhe jetzt mit 1,4. Lassen das der Taschenrechner wieder berechnen und bekommen eine ungefähre Höhe von ungefähres Volumen von 5,86 Kubikdezimetern. So, zum Schluss bleibt noch der kleine Kegel übrig. Die Volumenformel kennen wir jetzt ja schon, das ist ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. So, schauen wir uns in die Skizze nochmal. Die Grundfläche ist jetzt in dem Fall die Strecke FA, die rotiert, also wieder ein Kreis. Pi mal Radius zum Quadrat, nur der Radius ist etwas kleiner, nämlich entspricht der Strecke GA. Und die Höhe dieses Dreiecks ist jetzt in dem Fall die Strecke LG. Also setzen wir ein. Pi mal Radius zum Quadrat mal die Höhe. So, GA und LG sind uns beide nicht bekannt, also müssen wir die erst berechnen. Der Leichtigkeit halber berechne ich erst LG. Warum? Schreibe ich das schnell hin. Das wird nämlich aus der Skizze ersichtlich. LG ist hier. Aus der Angabe kennen wir zusätzlich die Strecke GH, also das Stück. Also kann ich das einfach berechnen. LH weiß ich mit 1,4 Dezimetern, beziehungsweise habe ich weiter unten auch berechnet. Und davon ziehe ich einfach die Strecke GH ab und dann bleibt LG übrig. Schreibe es gleich so. Ist gleich LH minus GH. Das sind die 1,4 minus die 0,6. Und das entspricht dann 0,8 Dezimetern. So, dann ist die Höhe schon mal bekannt. Jetzt brauche ich nur noch die Strecke GA. Schauen wir wieder in die Skizze rein. Wieder gleiches Vorgehen. Ich schaue nach, in welchem Dreieck liegt diese Strecke GA. Und ja, erste Frage natürlich, ist es das Dreieck rechtwinklig? Ja, hier bei G haben wir einen rechten Winkel. Also funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Ich kenne die Strecke LG, die habe ich gerade eben berechnet. GA ist unbekannt. LA wäre die Hypotenuse in diesem rechtwinkligen Dreieck, aber die kenne ich auch nicht. Was ich dafür aber kenne, ist wieder dieser Winkel hier. Der ist nämlich genau so groß wie der EBA, weil es sind Stufenwinkel bzw. F-Winkel zueinander und die sind eben immer gleich groß. Also ist hier mein Winkel, hier ist die Ankathete, hier ist die Gegenkathete. Wie vorhin brauchen wir wieder den Tangens.
GA lässt sich also berechnen aus Tangens. So, jetzt benenne ich den Winkel noch richtig. Den hatten wir als GAL. Tangens des Winkels GAL ist gleich wieder Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete war unsere Strecke LG und die Ankathete unsere Strecke GA. So, jetzt vielleicht noch zur Ergänzung, dass der Winkel GAL gleich groß ist wie der Winkel EBA. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Tangens von 35 ist gleich, LG haben wir hier mit 0,8 und die GA ist gesucht. Lösen wir auf nach GA. Ja, also im Prinzip multipliziere ich mit GA und teile durch Tangens 35. Also diese beiden Werte vertauschen sich einfach. Und dann habe ich hier 0,8 geteilt durch Tangens von 35. Das tippe ich wieder in den Taschenrechner ein. Und daraus folgt eine Länge von 1,1 Dezimetern. So, damit kenne ich wieder alle Größen aus meiner Volumenformel. Setze ich es wieder ein. Volumen des kleinen Kegels ist also 1 Drittel mal Pi mal die Strecke GA zum Quadrat, also 1,1 Quadrat, mal LG mit 0,8 Dezimetern. Wieder einen Taschenrechner eingeben und dann erhalten wir ein Volumen von 1,01 Kubikdezimetern. So, damit haben wir alle drei Volumen ausgerechnet. Jetzt müssen wir uns nochmal das Gesamtvolumen berechnen. Das sich ja berechnet aus Volumen des Zylinders. Schauen wir oben nach, wie groß war der. Dann haben wir hier mit 17,59 Kubikdezimetern. Ja, mit so Einheiten. Plus Volumen des großen Kegels. Wiederum oben nachgucken. Da haben wir 5,86 Kubikdezimeter. Und davon müssen wir den kleinen Kegel noch abziehen mit 1,01 Kubikdezimetern. Und das sind dann 22,44 Kubikdezimeter insgesamt. So, jetzt müssen wir überlegen, ob dieser 20 Liter Sack Erde reinpasst. Da müssen wir nur folgende Überlegung machen. Kubikdezimeter ist im Prinzip genau das gleiche wie Liter. Also entspricht es 22,44 Litern. Und das ist wesentlich größer als 20 Liter. Also können wir als Antwort sagen, ja, die Erde passt rein.